Der nächste Redner in der Debatte, Steffen Karnitz für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir erinnern in diesem Jahr an die katastrophalen Unfälle von Tschernobyl vor 30 Jahren und an die schrecklichen Ereignisse von Fukushima vor 5 Jahren. Völlig unabhängig davon, wie viele Tote wir durch diese Ereignisse zu beklagen haben, können und müssen wir feststellen, jedes einzelne Opfer war eins zu viel. Wir denken aber nicht nur an die Opfer der Vergangenheit, sondern auch an die betroffenen Menschen in den Regionen von Tschernobyl und Fukushima, die dort heute noch leben. Wir müssen diese Region mit unserem Wissen, unserer Tatkraft finanziell unterstützen und auch weiterhin humanitäre Hilfe vor Ort leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, ich stimme Ihnen zu, dass diese Katastrophen und ihre Auswirkungen ein sehr sensibles Thema sind. Jedoch ist es, glaube ich, wichtig, dass diese Vorfälle nicht von keiner Seite instrumentalisiert werden, sondern wir versuchen, so schlimm diese Ereignisse waren, sie sachlich einzuordnen. Übertriebene Panikmache hilft, glaube ich, niemandem weiter. Ein Beispiel für diese Panikmache, die Sie betreiben, darf ich Ihnen kurz aus Ihrem eigenen Antrag zitieren. Zu möglichen weiteren Risiken in Fukushima schreiben Sie, ich zitiere, ein weiterer Störfall könnte bereits durch ein mittleres Erdbeben ausgelöst werden. Erneut könnte eine große Menge an Radioaktivität in die Atmosphäre gelangen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Aussage ist in etwa so zutreffend wie die These, dass Sie vom Auto überfahren werden können, wenn Sie die Straße überqueren. Ich halte das für höchst unseriös und bitte darauf, in Zukunft zu verzichten. Wenn ich mir nun aber die inhaltlichen Punkte Ihres Antrages zu Tschernobyl und Fukushima anschaue, kann ich Ihnen nur in Ihrem Bedauern um die vielen Opfer der Katastrophe zustimmen. Darin erschöpfen sich unsere Gemeinsamkeiten. Erstens, Sie verharmlosen die Anstrengungen der Energiewende, die wir hier in Deutschland schon geschafft haben. Als einziges Land der Welt hat Deutschland aus den furchtbaren Ereignissen von Fukushima die drastische Konsequenz gezogen, vollständig aus der Kernenergie auszusteigen. Das ist eine riesige Aufgabe, der wir uns stellen, die aber erst einmal bewältigt werden muss. Dabei gilt es zunächst, die drängendsten Probleme vor unserer eigenen Tür zu lösen, wie zum Beispiel Netzausbau, Speicherproblematik bei den Erneuerbaren, das für die Wirtschaft auch so wichtige Thema der Grundlastversorgung. Wir sind dabei ein gutes Stück vorangekommen. Wir haben nur noch 9 Reaktoren in Betrieb. Letztes Jahr ging Grafenrheinfeld vom Netz. Im Jahr 2017 Block B des Kernkraftwerks Gründremmingen. Und 2020 werden dann alle Kernkraftwerke in Deutschland abgeschaltet sein. Unser Bemühen in der Energiewende fordert alle Beteiligten und wir tun alles dafür, Stichwort Kosten, dass es nicht zu einer Überforderung kommt. Die Welt wird uns erst folgen, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, wenn wir liefern, wenn die deutsche Energiewende gelingt. Es reicht also sozusagen nicht aus, immer wieder zu fordern, folgt dem deutschen Weg. Wir müssen unter Beweis stellen, dass er funktioniert. Auch Ihre Forderung, dass Deutschland vollständig aus der Nuklearforschung aussteigen soll, ist für mich völlig unverständlich. Gerade für den Kompetenzerhalt ist die Forschung von wesentlicher Bedeutung. Denn wir müssen den sicheren Restbetrieb und den sicheren Rückbau der Kernkraftwerke dringend Know-how im eigenen Land behalten. Mir ist schleierhaft, wie Sie diese enorme Aufgabe angehen wollen, wenn Sie jede Form nuklearer Forschung verbieten wollen. Solange wir Zwischenlager betreiben und stillgelegte Kernkraftwerke rückbauen, brauchen wir weiterhin Kompetenz für die kommenden Jahrzehnte. Schon heute gibt es in Deutschland keinen einzigen Studiengang mehr für kerntechnischen oder mit kerntechnischem Bezug. Insbesondere beim Rückbau kerntechnischer Anlagen besitzen wir aber momentan eine einzigartige Kompetenz, für die ich werben will. Ich finde, für die wir auch alle gemeinsam in der Welt werben können, unabhängig davon, welche politische Couleur wir haben. Mir wäre es lieber, wenn wir international Kraftwerke zurückbauen, die ihr Alter, ihre Höchstdauer überschritten haben und das mit deutschem Know-how tun, mit deutschen Ingenieuren, als wenn andere das tun. Also lassen Sie uns bei jungen Leuten darum werben, zu sagen, hier ist noch ein großes Zukunftsfeld vor euch, hier könnt ihr arbeiten. Zudem ist Ihre Forderung, der Reaktorsicherheitsforschung vom Bundeswirtschaftsministerium in das Bundesumweltministerium zu überführen, für mich nicht nachvollziehbar. Die nukleare Sicherheits- und auch Entsorgungsforschung ist schon jetzt ausschließlich sicherheitsorientiert. Es geht nicht um einen Wiedereinstieg in die Kernenergie zur Stromproduktion.
Ihr Antrag zeigt aus meiner Sicht deutlich, dass wir nicht nur gegen international gültige Grundsätze verstoßen würden, Joint Convention, Trennungsgrundsatz ist angesprochen, sondern dass es auch klar gegen unsere Sicherheitsinteressen gerichtet ist. Denn das ist, glaube ich, auch der Punkt. Mithilfe einer eigenständigen, sicherheitsorientierten Forschung will sich die Bundesregierung, wollen wir uns in Deutschland die Kompetenz erhalten und bewahren, die Sicherheit von Kernkraftwerken in Deutschland und auch Europa weiterhin unabhängig beurteilen zu können und gegebenenfalls eben auch zu ihrer Verbesserung beizutragen. Wir brauchen auch weiterhin die Nuklearforschung im Bereich der Medizin, um Behandlungsmethoden gegen Krebs zu entwickeln. Wir brauchen die Materialforschung, um Alterungsprozesse in Kernkraftwerken prognostizieren zu können. Wenn Länder ihre Kernkraftwerke weiterhin betreiben, dann doch am liebsten mit deutschem Fachwissen und nach deutschen Sicherheitsstandards. Sie wollen die sichersten Nuklearanlagen der Welt, ohne in die dafür notwendige Forschung zu investieren. Das ist, um mal ein Bild zu verwenden, in etwa so, als wenn Sie Ihre Mannschaft nach der ersten Halbzeit vom Platz nehmen und den Gegner bitten, den Spielbetrieb einzustellen. Mit dieser Einstellung, liebe Kolleginnen und Kollegen, überzeugen Sie kein Nachbarland davon, unsere Sicherheitsstandards zu übernehmen. Gerade in puncto Sicherheit gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich für sehr sensibel halte und wo ich glaube, dass in Ihrem Antrag sehr bewusst Ängste geschürt oder auch unbewusst geschürt werden. Stichwort Sicherheit der europäischen Kernkraftwerke. Es ist ja vollkommen richtig, dass wir meldepflichtige Ereignisse nicht verharmlosen dürfen, sondern sie einordnen müssen. Beispiel Belgien ist genannt, die Terrorangriffe in Brüssel und die Berichterstattung, die uns an den Tagen danach erreichte, waren durchaus besorgniserregend. Da hieß es in Bezug auf Tihange, dass Betriebspersonal evakuiert wurde und die Menschen haben den Eindruck bekommen, möglicherweise steht hier ein Anschlag kurz bevor. Es ist, glaube ich, wichtig, das einzuordnen. Was war passiert? Nach den schrecklichen Anschlägen von Paris hat sich Belgien entschlossen, eine allgemeine Sicherheitsstufe 3 auszusprechen, was dazu führte, dass auch kerntechnische Anlagen unter einem besonderen Schutz standen. Und als dann diese Ereignisse von Brüssel kamen, dieser schreckliche Anschlag, wurde die Terrorwarnstufe auf 4 erhöht, was zwangsläufig dazu führte, und so ist es in jedem Handbuch vorgesehen, dass das Betriebspersonal auf ein Minimum reduziert wird. Es gab also keine überhastete Rückführung, keine Evakuierung der Menschen, sondern es war ein ganz normaler Vorgang, sofern man in diesem Zusammenhang davon sprechen kann. Noch ein paar Worte zu Ihren Ausführungen zur Brennelementeherstellung bei ANF in Lingen. Sie tun in Ihrem Antrag so, als würden dort Massen von hochradioaktivem Abfall produziert. Ich war selbst dort, habe die Pellets in der Hand gehalten, hatte einen Handschuh an. Der Handschuh diente nicht meinem Schutz, sondern dem Schutz des Pellets. Bin nicht verstrahlt worden. Es fallen eben keine hochradioaktiven Abfälle an, sondern einzig und allein schwachradioaktive Abfälle in Form von Schutzkleidung und Reinigungsmaterial. Und ein ganz wesentlicher Punkt, Lingen ist nicht in der Lage, Brennelemente zu fertigen, sondern alte, aktivierte Brennelemente auch auseinanderzunehmen. Das ist also ein ganz wesentlicher Punkt für die Herstellung von Kernstofffreiheit beim Rückbau von Kernkraftwerken. Zudem bildet Lingen qualifizierten Nachwuchs in Sachen Strahlenschutz aus und führt dazu, dass wir kerntechnisches Know-how für den Rückbau von Kernkraftwerken in Deutschland erhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. 2016 ist das Jahr der Entscheidung für das Gelingen des sicheren und zeitnahen Ausstiegs aus der Kernenergie. Ich glaube, der Ausstieg, die Aussicht auf ein Endlager für hochradioaktive Abfallstoffe ist ein wesentlicher Schlüssel dafür, dass wir bis 2022 aussteigen und die Hinterlassenschaften der Kernenergie auch für zukünftige Generationen sicher entsorgen. Die Finanzierung, Herr Trittin, bildet die Grundlage, der Bericht der Endlagerkommission bildet den Rahmen. Ebenfalls wollen wir in diesem Jahr noch das Standortauswahlgesetz novellieren. Ich möchte alle Beteiligten herzlich bitten, diesem Zeitplan auch zu folgen. Insofern wird es Sie nach meinen Ausführungen nicht wundern, wenn ich Ihrem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt nicht folgen kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege.